Nehmen klicken, aber ich will, glaube ich, gar nicht alles nehmen. Ich kann mich jetzt schon wieder nicht mehr bewegen, richtig, richtig. Vielleicht soll ich auch die. Ich rutsch von der Kiste weg. Sollte mir das Sorgen machen? Super! Doch nicht, wenn ich meine Waffen. Scheiße, ich habe meine Waffen weggelegt. Das ist jetzt leicht scheiße. Vor allem, weil ich den Typ nicht sehe. Halt die Fresse! Ich muss meine Waffe wieder mitnehmen. Welche war das jetzt? Die? So, ja, die war's. Gut. Mensch. Diese Kackbanditen. Super, ich will auch hier nur in Ruhe meine Waffen verkaufen, Mann. Wo kommt ihr immer wieder her, verdammt? Das war schon nachdem ich den getötet habe, ja. Jetzt gehen wir die ganz schnell verkaufen, aber ganz schnell. Ach ja, richtig, ihr wollt ja das. Ihr mögt ja nicht, wenn ich mit gezogener Waffe hier rumlaufe. So, also Gewehr stecken wir ein. Das kommt raus. Wir machen es einfach mal so. Alles nehmen. Nein, ich kann nicht von hier mit ihm reden. Scheiße. Also ich muss wieder was reinstecken. In die Kiste natürlich. Wo auch sonst? Wo soll ich auch sonst was reinstecken? Ich kann mich immer noch nicht wieder bewegen, ey. Jetzt aber, komm. Handeln, schnell. Weg, 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 weg. Alles ganz schnell weg. Bam, 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 bam. Ah ja, die Munition noch. Verlassen. Tschüss, bis dann. Nehm mit, was mir gehört. Nimm alles wieder mit, mit, mit. Ach, ich kann mich ja nicht wieder nicht bewegen. Jetzt habe ich gerade eben die Knarren, die ich ausgepackt habe, zum Teil wieder reingepackt. Natürlich sehr gut. Handeln. Ist das meine? Nein. Ah, scheiße, die sind schon wieder da. Ja, war schön mit euch, Jungs, aber wenn ich irgendwann mal wieder vorbeikomme, ne? Handeln wir weiter. So ist meine Knarre. Da ist meine. Aber wenn sie die kaufen, kaufen sie bestimmt auch die. Ich muss mir die ganzen Pistolen da einladen. Ey, das ist ja die Hölle, was ist denn ein Pistol? Handeln. So, das ist nicht meine, das ist meine. Die kann weg, die kann weg. Perfekt. Gut, 57 Kilo habe ich von irgendwas mehr mitgenommen. Naja, die Schuttmunition, aber was soll's. Also dann, Jungs. Ich muss leider weiter. Leider muss ich weiter, Jungs. War schön, dass ich euch mal, das muss mal gesehen haben und so, ne? Aber ich hau da jetzt endlich mal ab hier. So, wo geht's denn? Ich muss mehr nach da. Komme jetzt wahrscheinlich gleich wieder nicht durch, weil wegen Leuchten im Dunkeln. Aber ich habe ja noch meine Granaten. Ich habe Granaten, die hätte ich noch verkaufen können, ne? Soll ich denn mit 13 Granaten anfangen? Ah, da hinten ist wieder mein. Ja, toll. Noch mehr Zeugplatz. Das sind wahrscheinlich auch wieder Gegner, oder? Natürlich sind da wieder Gegner. Was ist das für eine Frage? Ja, natürlich. Ich könnte meine Taschenlampe mal ausmachen. Ich glaube, am Tag über brauche ich die nicht so sehr. Siehst mich nicht, du hast mich nicht gesehen, aber deine Freunde sehen mich. Ich nehme mal Bondage, davon finde ich eh so viele. Ich kann mir ein Zelt draus bauen, so viele finde ich. Ich bleibe einfach nicht stehen, dann treffen sie mich auch nicht. Das nennt sich dann Trugschluss. Eine
Die Tatsache, dass ich stehen bleibe, ist auch ein Trugschluss. Die Tatsache, dass ich das überlebe, ist der größte Trugschluss. Von allen. Habe ich gespeichert gehabt? Ja, ne? Ja, ja. Sicher, bestimmt, ja. Ich habe... Ich will da nicht so direkt angreifen, so auf offenem Feld. Das ist einfach unfair gegenüber denen, deswegen gebe ich ihnen eine reelle Chance. Und greife von vorne an. Das packe ich erstmal wieder meinen Bolzen aus. Yeah, meinen harten Stahlbolzen. Balls aus die. Falsches Spiel. Hey, mein Freund ist weg. Haben sie den erschossen oder? Der lag so da vorhin noch nicht. Halt echt nicht. Ich glaube, ich nehme ab sofort nur noch die Munition mit. Also das muss ich gleich schon wieder. Obwohl können die führen gerade Krieg und so, dann wollen die nicht mit mir reden. Sind unfreundliche Arschlöcher. Sollen sie sterben. Hier sind angeblich auch noch zwei, aber... Ah, warte mal. Ich sehe gerade, es geht hier hoch. Das heißt, hier geht er mal hoch. Ah, und so weiter. Ihr wisst Bescheid. So, dann... Oh, was zur Hölle ist denn jetzt schon wieder los? Pack mal weg hier. Hätte ich auch irgendwie ein Secret? Jetzt nicht mehr. Okay. Hö. Das ist einfach. Wo ist denn der letzte hin? Oh, versteckt er sich jetzt wieder oder was? Das ist ja nicht wahr. Kann nicht weit weg sein. Ist hier eine Treppe nach unten? Kann ich hier einfach runterspringen? Ich blute, weil ich runtergesprungen bin. Ich breche mir nicht die Beine, nein. Ich blute nur, wenn ich runterspringe. Warum auch nicht? Diskutieren wir nicht weiter darüber. Da ist übrigens noch einer, wisst ihr das? Schön, wie die Gegner irgendwie nicht Granaten einsetzen können. Finde ich persönlich sehr schön. Auch wenn es leicht verbuggt wirkt, so. Dadurch. Aber das ist bestimmt beabsichtigt von den Entwicklern. Bin ich mir sicher. Das kann kein Bug sein. Nein, das ist. Das wollten die Entwickler so. Weil die Granaten so mächtig sind. Oder keine Ahnung. Das auch mal auf Deutsch sagen. So willst du wohl nicht mit mir reden. Ihr wollt alle nicht mit mir reden. Ihr seid alles verdammte Nazis. Wisst ihr das? Hoffentlich geht ihr alle drauf irgendwann. Ist da eine dabei, die besser ist als meine? Nein. Nur kaputter als meine. So, haben es lang genug hinausgezögert. Weiter geht's. Wir haben nicht ewig Zeit, ich will dann auch irgendwann heute nochmal so Schluss machen, ne? Och komm! Wie viel sind denn da noch? Da liegt schon ein Riesenhaufen Leichen rum und dann sind da immer noch welche. Geh mal sterben, Kleiner. Guck mal oben links auf die Karte, da ist ein voller kleine Minipunkt, voller große Punkt aus den kleinen Minipunkten geworden. Ist noch irgendwo einer? Gib mal her, brauchst du es jetzt eh nicht mehr. Wunderschön. Ja, im Prinzip müsst ihr auch noch jeden durchsuchen nach Geheimnissen, aber... Wo denn? Ach, dahin? Och, ich sehe den ja nicht mal wegen dem ganzen Gebüsch hier. Mann, eng.
Kann hier bitte mal jemand mit dem Flammenwerfer durchgehen? Ich sehe da keinen. Oh doch, jetzt sehe ich einen. Zum Glück habe ich genug Bandagen. Hoffentlich gehen die mir nicht so schnell aus. Ich meine, doch, hoffentlich finde ich dann gleich wieder einen von 3 Milliarden. Ich bin eben voll weggerutscht. Ha! Wie ein echter Held, voll in den Rücken geschossen. Ich hab's einfach drauf. Im Gegensatz zu KI, die RSPM. Ich weiß nicht, selbst wenn dieses Funktion, dieses... Selbst wenn dieses Dingsbum funktionieren würde, dieses korrekte Entfernen der Punkte, wenn man sie genommen hat. Haben wir nichts mehr da? Nein, natürlich nicht. So, wenn ich wiederkomme, haben sie alle nichts mehr. Hätte ich alle beim ersten Mal ausnehmen müssen. Na toll. Was wollte ich sagen? Halt echt. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Hätte ich das Entfernen der Punkte richtig funktionieren würde, könnte ich das vergessen, weil es einfach so viele sind. Das funktioniert halt einfach nicht richtig. So, Ladezone, das heißt, ich darf die Aufnahme gleich wieder pausieren. Lauf, 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 lauf. Hier habe ich wieder Schattenfehler. Irgendwas stimmt bei den Schatten nicht. Die haben voll den Schatten. So. Wir speichern bei der Gelegenheit gleich mal wieder schnell. Ich glaube, der will was von uns, ne? Ich habe einen Bolzen, was willst du überhaupt von mir? Da muss ich hin, oder? Ja, gut, dann bin ich da schon mal völlig richtig. Sag mir bitte, dass es da einen Händler gibt. Was zur... Na, hört ihn dann die Schießerei so gut. Habt ihr den einen gesehen? Wenn die anderen alle schießen, stand er so locker rum und lief weiter Patrouille. Und die Schatten haben mir das totale Problem gerade. Die bestimmt eine Grafikkarte. Kauft mir mal eine neue, so eine GTX 690, zweimal bitte. Ich weiß gar nicht, passen die so in meinen Rechner rein? Bin ich skeptisch. Ach du Scheiße. Sonst hast du aber keine Wünsche. Wir speichern hier erstmal wieder richtig. Spielspaß speichern. Speichern, speichern, speichern. So, dafür, dass es gar kein Hauptprojekt ist, nehme ich das ziemlich viel auf. Naja. Ich mag's halt. Was ist das denn? Hey, das ist eine Waffe, die ich nicht habe. Ist die besser als meine? Feuerrad ist niedrig, aber die Genauigkeit... Wir tauschen. 5666 SS. SS? Ne, so rechtsradikale Waffen nehme ich nicht. Was ist jetzt meine? Außerdem habe ich dafür keine Munition, von daher... Aber die ist 7000 Rubel wert. Werfen wir den Müll hier weg. Du Scheiße, das Ding ist ja fast komplett Müll. Weg. Ich nehme nicht an, dass ich es schaffe, hier noch irgendein Leben daraus zu bringen, aber hey, es passieren immer noch Wunder. Ist das irgendwie der andere AK? Ja, eine, die richtig scheiße ist. Tschüss. Was ist das denn? Das ist wieder diese Galle. Ich könnte natürlich auch einfach bei denen die Munition mitnehmen, wenn die Munition für die hätten, ne? Aber die haben scheinbar nur die Waffe, aber keine Munition für die Waffe. Ah nein, doch, SS 109 Kugeln. Fallen lassen. Das ist... Die werfen wir auch mal weg. Naja.
Dann nehme ich mal diese SS-Kugeln mit. Voll die Nazi-Munition, ey. So, jetzt habe ich hier so viel Knallen liegen, dass ich schon nicht mehr die Galle mitnehmen kann. So, was ist denn hier noch SS-Kugeln? Ich habe 7 Schuss mit der Knarre. Das ist doch einfach nur Scheiße. Ja, komm, kannst du wegwerfen. Entladen, fallen lassen. So, die sind alle entladen. Gut. Ich soll vielleicht aufhören, hier so die Waffen durchzumachen, wenn da noch irgendwo Soldaten, die mich jederzeit erschießen könnten, rumlaufen. Aber das wäre ja langweilig. Ach komm, eine Handgranate ist immer noch drin. Und eine Bagage natürlich auch. Bandage, Jacke wie Hose, wie man das nennt. Tatsache, dass hier niemand auf mich schießt, macht mir ehrlich gesagt nervös. Weil hier waren nämlich doch ewig die Soldaten und sind wir realistisch. Die KI hat die nicht wirklich aufgehalten. Also es wäre zumindest das erste Mal, dass die KI sowas machen würde. Schaffst du es sonst in keinem Spiel, fauler Baumstamm. Was piepst du hier so rum? Hör auf so rum zu piepsen. Das macht mir auch nervös. Piepsende Geräusche machen mich nervös. Da liegt ja noch einer. Hier sind Tote, also müssen ja auch Gegner sein, die erschossen haben. Wäre so jetzt die logische Schlussfolgerung. Aber irgendwie ist hier kein Schwein. Der Haufen, ja, schön. Secrets, wenn ich mal dran vorbeilaufe, kann ich sie ja mitnehmen. Sogar gleich in der Nähe. Und hatten diese Typen nicht auch? Ach nein, das sind wieder so Militärfuzzi, das heißt, die haben auch nur Galaschnikows oder AKs. Oder primitiven Müll. Heimversteck unter dem Kreuz. Wieso ist hier niemand? Das kann doch so gar nicht gewollt sein. Zu erschöpft und zu gehen. Ne? Was habe ich da so? 100 plus 200. Minus 93% Wunden. Verbrennung minus. Weiß nicht, bin nicht so überzeugt von diesen Dingern. War doch, wusste ich doch, dass da noch irgendwo welche sind. Das wäre auch zu einfach gewesen, wenn nicht. Ich sag jetzt mal nicht, wie weit ich da daneben gezielt habe. Ich sag mal nicht, wie dämlich die KI gerade ist. Ist die immer so? Ich meine, wenn sie dann. Ist die ab einer gewissen Distanz einfach gar nichts mehr registriert? Kenne ich aus einem anderen Spiel. Ich esse erstmal eine Wurst. Die behebt nicht meine Blutung. Schade. So kann ich mit einer Wurst nicht meine Blutung stoppen. Das funktioniert doch bestimmt. Hey, guck mal, Jungs. Die flogen nicht so weit wie geplant. Und bin nicht so weit wie geplant, meine ich, die flog irgendwie so gar nicht weit. Ignoriert mich einfach. Ich stehe gar nicht auf diesem Dach und erschieße euch. Ich sagte, ich stehe nicht auf dem Dach und erschieße euch. Hört auf damit. Oh. Ah, das ist mein Freund. Der einfach mal durch die Gegner durchläuft. Ich muss ihn nicht retten, aber ganz ehrlich, ist doch scheiße, wenn ich ihn nicht rette. Hallo, hört auf! Ey, das ist doch. Was ist das für eine Scheiße? Ich will den schon gerne. Warum kommt der jetzt raus? Das ist doch. Nee.
Soll ich denn den retten? Er lässt sich ja doch überhaupt nicht Moment. Ja, das ist eine Granate, das hast du gut erkannt. Nein, da ist noch einer. Geh sterben. Läuft der einfach seelenruhig runter. Ich bin überladen? Nein, noch nicht. Wo sind wir jetzt hin? Ich will mal gucken, ob die noch irgendwas Interessantes haben. Was ist das denn? Oh, Benzinkanister.